Hugos Tod und der Stilllegung der Eisenbahn machte das Café zu und alle verstreuten sich in die verschiedenen Windrichtungen. Es war nie mehr als eine kleine Bruchbude. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, als das Café schloss, hörte das Herz der Stadt zu schlagen auf. Seltsam, so ein kleines Lokal wie dieses hat so viele Menschen zusammen.